Liebe Genossex, liebe PressevertreterInnen, liebe Schaulustige, vielen Dank, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind und wir diesen ganzen Plunder nicht umsonst hier aufgebaut haben. Die meisten von Ihnen kennen mich vermutlich noch nicht. Daher möchte ich mich zu Beginn kurz vorstellen. Ich bin Sandra Görth, geboren 1974 in Krefeld, wo, ich kann das mit Stolz behaupten, bereits mein Großvater Mitglied in der Partei war. Zum Studium hat es mich dann 1993 nach Dortmund verschlagen. Und nun bin ich hier in der schönsten oder zumindest der schwarz-gelbsten aller Ruhrgebietsstädte hängen geblieben. Wo früher Stahl gekocht wurde, an Dortmunds Prestigepfütze, dem Phönixsee, arbeite ich heute als Projektmanagerin im IT-Bereich. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ja, über die Vereinbarkeit von Politik und Familie wird derzeit viel gestritten, zumindest in der einen Hälfte der Bevölkerung. Und ich führe bisher ein relativ beschauliches Leben in der Dortmunder Vorstadt. Meine Hobbys, die überwiegend mit Menschenansammlungen, lauter Musik und gutem, natürlich Dortmunder Bier zu tun haben, kann ich dank Corona im Augenblick nicht nachgehen. Die etablierten Spaßparteien schaffen es Tag für Tag, einem das letzte bisschen Freude zu verderben. Also, warum nicht selbst in die Politik gehen, dachte ich mir. Und so bin ich kurzerhand in die sehr gute und einzig wahre Satirepartei, die Partei, eingetreten und wurde dann auch prompt auf dem Kreisparteitag am Karfreitag zur Direktkandidatin und damit auch Kanzlerinnenkandidatin für den Wahlkreis 143 Dortmund 2 gekürt. Hurra! Ich möchte heute hier mit meiner Kandidatur ein Angebot machen für die gesamte Gesellschaft, als Einladung unser Land in eine gute Zukunft zu führen. Dafür sind, so ehrlich müssen wir sein, Veränderungen nötig. Und wir können diese Veränderungen. Wir müssen sie aber auch machen. Schöne Kitas, Polizeiwachen und Gerichtssäle, glückliche Pflegekräfte, Omas und Handwerker, Demokratie, Europa, Mittelstand, bla bla bla. Und nicht zu vergessen, Klimaschutz natürlich und Profitlobbyismus verbieten. Ich kürze das hier an dieser Stelle mal ab. Der Genosse Bülow wird da sicherlich gleich noch mal genauer drauf eingehen. Ich führe mal meine Zettelwirtschaft fort. So, wo war ich? Ach ja. Ja, ich war noch nie Kanzlerin und auch noch nie Ministerin. Ich trete an für mehr Freude am Regieren, die Bierpreisbremse, harte Strafen für Sexismus und falsches oder unterlassenes Gendern, Frauen in die Partei und damit an die Macht, eine Transrapidstrecke von Dortmund nach Berlin und Fortführung der in Dortmund so erfolgreich angelaufenen Entnazifizierung auf Bundesebene und Klimaschutz. Alles Weitere entnehmen Sie dann bitte unserem Wahlprogramm, das es sicher sehr bald geben wird. Ich weiß, wie groß die Verantwortung ist, wie hoch die Erwartung an uns und an mich. Das, was da kommt, hat Robert Habeck bereits gesagt. Oh, ich wusste gar nicht, dass der jetzt auch bei uns ist. Also das, was da kommt, wird uns als Partei gehörig fordern. Es wird nicht immer leicht sein, aber wir gehen das gemeinsam an. Lassen Sie mich mit einem kurzen Zitat meiner Mitbewerberin Annalena Baerbock schließen. Das ist mein Angebot, das ist unser Angebot. Dafür treten wir an. Danke. Ja, liebe Sandra, vielen Dank. Hurra, genau. Dortmund hat eine Kandidatin, einen Kandidaten für Dortmund, für den Bundestag. Und wir haben im Herbst ja eigentlich schon angefangen in Berlin, haben gesagt, für den Bundestag reicht's, weil seit letzten Herbst gibt es einen Bundestagsabgeordneten in Berlin.
und ich brauche ein bisschen Verstärkung. Es fühlt sich da manchmal ein bisschen einsam an und deswegen muss die Partei in den Bundestag und zwar mit vielen, vielen Leuten. Und deswegen stellen wir 299 Kanzlerkandidatinnen auf in Deutschland und nicht zwei wie die Union oder einen, der noch nicht mal nominiert worden ist von der SPD oder über die anderen reden wir gar nicht mehr erst, sondern wir stellen 299 auf. Und das ist, denke ich, auch angemessen, wenn man sich das andere anschaut. Zu mir, ich heiße Marco Bülow, ich bin im Bundestag seit vielen Jahren, damals für die SPD. Ich bin vor 2,5 Jahren aus der SPD ausgetreten, aus vielen, vielen Gründen. Vor allen Dingen, weil das S schon lange in diesem Namen nicht mehr gerechtfertigt ist. Und dieses S aber für Deutschland, also das Soziale, eigentlich sehr wichtig ist und wofür ich weiter streiten werde. Vor einem halben Jahr bin ich dann in die sehr gute Partei, die Partei, eingetreten und will deutlich machen, dass sich hier einiges ändern muss, dass sich Strukturen aufbrechen müssen und dass viele nur noch Kaspertheater im Bundestag betreiben und die eigentlichen Spaßparteien an der Regierung sitzen. Ich habe mich beworben bei der Bevölkerung und fast 3000 Menschen haben mich jetzt schon unterstützt, schriftlich mit vielen Aktionen und so weiter. Und das nehme ich gerne auf und dann bin ich in die Partei eingetreten und zusammen, denke ich, schaffen wir es, diese Wahlkreise zu gewinnen. Mein Hauptthema waren eigentlich mal das Soziale, Umwelt und viele andere Themen, aber mit diesen Themen bin ich nicht mehr durchgedrungen, weil Argumente im Bundestag und in der Politik insgesamt nicht mehr zählen und weil es eben nicht um wissenschaftliche Grundlagen und Debatten geht, sondern weil es nämlich darum geht, wer hat die stärkste und mächtigste Lobby im Rücken. Darum geht es in der Politik mittlerweile nur noch. Die Profitlobby gewinnt. Und zwar die mit viel Geld und die eh schon mächtig ist. Und die Bevölkerung, viele in der Bevölkerung haben keine Lobby und deswegen auch kein Durchkommen mehr. Und deswegen ist die Korruption, die wir erleben im Bundestag, nur die Spitze des Eisberges. Und das muss gebrochen werden. Es gibt unter dem Eisberg eine Menge Profitlobbyismus, der zwar legal ist, aber genauso wenig in Ordnung ist, genauso unsaubere Politik betreibt. Und 40 Abgeordnete, die versucht, da Maskendeals einzustehlen, zeigt ja eigentlich schon, wo wir hingekommen sind in diesem Land. Und das ist die absurde Politik. Das ist das Extreme und nicht andere, wo gesagt wird, oh, ihr seid ja eine Spaßpartei, oh, ihr seid ja das oder ihr seid jenes, sondern das Absurde findet eigentlich in der Politik direkt statt. Dazu ein Beispiel, dass das nochmal zeigt, wie absurd Politik geworden ist. Nehmen wir mal die Pflege. Die Pflege wurde kaputt gespart in Deutschland. Wir hatten mal 3.800 Krankenhäuser, wir haben nur noch 2.000. Und von den 2.000 schreiben viele rote Zahlen, immer mehr. 60.000 Stellen in der Pflege wurden abgebaut. Und wohin das führt, sehen wir nicht nur in der Corona-Krise. Die Arbeitsbedingungen sind schlechter geworden. Das Gehalt ist häufig nicht ausreichend. Und die Pflege der Patienten kommt an letzter Stelle, weil keine Zeit mehr dazu ist. Genau das geht nicht. Und das in Corona-Zeiten. Und dann wird immer gesagt, wir haben kein Geld dafür. Wir haben aber Geld auf der anderen Seite fürs Militär. In 7 Jahren ist der Verteidigungsetat um 14 Milliarden angehoben worden. Und selbst in der Corona-Krise wird der Militäretat angehoben. Dafür ist Geld da, weil die Rüstungsindustrie das braucht. Wir werden auch weiterhin Exportweltmeister mit bei der Waffenlieferung sein. Da sind die Deutschen groß mit dabei. Aber bei der Pflege, da haben wir kein Geld mehr. Das ist absurd, das ist extreme Politik und die muss sich ändern. Und in Dortmund sieht es nicht besser aus. Genauso, wenn wir könnten jetzt noch über Mieten sprechen, wo die Mieten sich erhöht haben, wo die Sozialwohnung deutlich weniger geworden ist. Alles das erleben wir auch in Dortmund. In vielen Bereichen gibt es nur noch Sozialabbau. Aus einer Aufstiegsgesellschaft ist eine Abstiegsgesellschaft geworden. Und genau das muss endlich deutlich gemacht werden. Und da sind mir alle Mittel recht und viele Mittel wichtig, dieses deutlich zu machen, weil genau darüber wird nicht diskutiert. Wir reden über Fallzahlen, wir reden dann über Einzelpolitiker und wenn wir uns angucken, was jetzt der Machtkampf der Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten ist, dann ist das inhaltslos. Und die Partei hat schon lange gesagt, Inhalte überwinden. Genau das erleben wir in der großen Politik und das brauchen wir nicht mehr. Deswegen kommt alle zur Partei, unterstützt die Partei und unterstützt uns hier im Wahlkreis. Wir wollen die Wahlkreise gewinnen. Und wir werden sie gewinnen und dann werden wir die Politik aufkrempeln, weil alleine in Berlin, das reicht nicht mehr aus. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar mehr. In diesem Sinne, zerstört den Profitlobbyismus und unterstützt die Partei. Vielen Dank.